willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute packen wir die aktuelle Pinkbox aus. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So ihr Lieben, die aktuelle Pinkbox ist heute bei mir angekommen und die packen wir jetzt aus. Es liegt wie oft wieder was neben dem Karton, darum kümmern wir uns aber gleich. Self-Love Time bei beautylove.de, 15% Rabatt gibt es da. Und die Pinkbox sieht wieder so normal aus. Dann ist hier noch ein HelloFresh-Gutschein. So, dann kümmern wir uns erstmal um die Produkte, die daneben liegen. Da ist auf jeden Fall einmal ein Getränk, ein alkoholisches Getränk. Pinkbox. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man lieber alkoholfreie Cocktails, alkoholfreie Getränke reintun sollte, weil halt nicht jeder Alkohol trinkt. Aber auf jeden Fall ist da Somersby Sparkling Rose Semi-Sweet Cedar. Ja, so sieht das aus. Ist wie gesagt nichts für mich, weil ist mit Alkohol sehr schade. Aber deswegen kann ich das leider nicht gebrauchen. Dann ist hier eine Tiefenpflege-Haarmaske von My New Hair. Reparatur und Feuchtigkeit für geschädigtes, trockenes Haar. Mit Mandelöl, Avocadoöl und Panthenol. Das ist zwar bestimmt ohne Silikone, ich schau mal eben. Ja, ohne Silikone. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich ja jetzt meine Haare gerade umgewöhne, dass sie nur noch Shampoo und Spülung mit Silikon kriegen oder nur noch Shampoo und die Kur dann schon ohne ist. Ja, genau, deswegen kann ich die gebrauchen und werde die behalten. Die wird dann erstmal in mein Backup wandern und die werde ich dann benutzen, sobald meins leer ist. Kann man da schon dran riechen? Oh ja, es riecht richtig gut nach Friseur. Also, finde ich gut. Gefällt mir. So, dann machen wir es auf. Dann haben wir das Heftchen. Das Motto ist Self-Love Club. Dann haben wir hier wieder ein paar Gutscheine im Heft. Wisst ihr, was mir auffällt? Es ist diesmal gar keine Zeitschrift dabei, oder? Nö. Stimmt, die fehlte. Naja. Dann sind hier Karten, die benutzt. Achso, ich sollte euch die vielleicht auch richtig gut zeigen. Ja, dann sind hier solche Karten und ja, die würde ich dann für sowas wie Tauschpakete verwenden. Und dann machen wir hier mal weiter. Da ist einmal Santé Naturkosmetik erfrischendes Micellenwasser mit Bio-Aloe Vera und Chiasamen. Ja, da ist ein Micellenwasser drin. Auch das kann ich gut gebrauchen und werde ich auf jeden Fall benutzen, sobald mein Micellenwasser alle ist. Dann haben wir hier ein Cognac Körperpflegeschwamm von Evelyn. Auch das sieht sehr interessant aus und auch das kann ich bestimmt verwenden und ja, finde ich gut. Ich benutze zwar nicht so viele Cognac-Schwämme, aber man kann es ja testen, oder? Dann habe ich hier, hier ist recht viel drin irgendwie. Dann haben wir hier von Sukin, glaube ich, Purely Ageless, Reviewing, nein, Reunating, Day Cream, parabenfrei. Ja, die werde ich auf jeden Fall austesten, sobald ne, meine Day Creams und so, so weit aufgebraucht sind, aber finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass da eine Creme dabei ist. Dann ist hier was von The Jeweler. Da ist so eine kleine Kette oder ein Armband oder ich weiß es nicht drin. Aber ich trage keinen Schmuck und deswegen wird das auf jeden Fall in meine Verlosungskiste wandern. Und dann ist hier noch drin eine farbige Lippenpflege von Kneipp. Natürliche Pflege und Farbe für gepflegte, getönte Lippen ohne auszutrocknen. Natural Rose. Das sieht auch sehr interessant aus und das werde ich dann auch verwenden, sobald mein Backup ein bisschen leerer ist von den ganzen Lippenpflegen, die ich habe.
Dann schauen wir noch mal ins Heftchen, was man so alternativ noch hätte haben können. Also das Herzarmband war da drin, das Micellenwasser, die Maske, der Lippenpflegestift, das ist anscheinend auch alles der gleichen Sorten. Beim Cognac-Schwamm hätte man noch einen Rotalgeschwamm haben können. Und ansonsten gab es keine Sachen, die da hätten drin sein können, die anders gewesen wären. Aber, ja, ihr Lieben, das war die Pink Box. Bis auf zwei Produkte kann ich alles verwenden. So gefällt mir das. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Box findet. Ich finde, das Thema ist auf jeden Fall getroffen. Und ja, ich bin immer wieder zufrieden mit der Pink Box. Es gab noch keine, die mich richtig arg enttäuscht hat, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben, das war das Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.